Ja, willkommen zurück zu Halo. Tut mir leid, das letzte Part ein bisschen kürzer geraten ist als sonst. Ich musste mal eben kurz weg. Deswegen, ja, kam letzte Folge ein bisschen kürzer als sonst. Ich komme gerade kaum zur Deckung irgendwie. Ständig kommen neue Gegner. Ja, wie gesagt, sorry, das letzte Part ein bisschen kurz ausgefallen ist, also von ca. 15 Minuten oder so. Das lag wirklich daran, dass ich ja, mal unterbrochen wurde. Von daher, sorry, wenn das gerade ein bisschen. Wenn das letzte Mal ein bisschen, ja, kurz kam, die Folge. So, jetzt sind wir in dem Raum hier. Beziehungsweise jetzt kommen wir gleich wieder zu dem Raum, wo ich gestorben bin letztes Mal. Wie es diesmal aussieht. Seht ihr, wie schnell es gerade ging? Habt ihr gerade gesehen, wie schnell es ging? Und wie teils nachgeschmissen wird? Ich komme mir teils vor, als ob die quasi synchron mit mir ihre scheiß Granaten schmeißen. Ich komme mir teils ein bisschen verarscht vor von den ganzen Dingern hier. Da sind auch noch welche. Oh Mann, das gibt's nicht. Ich bin noch circa 5 Meter weiter gegangen. Was soll denn der Scheiß? So, komm, jetzt reicht's. Oh, fuck you! So. Ja, natürlich doch, Mann. Ey, das ist doch nicht mal, Mann. Boah, ich sterbe hier dreimal so viel hier in Mass Effect. Ja, hast du jetzt davon? Ich sterbe hier öfter wie in Mass Effect, ich sterbe hier öfter wie in Far Cry. Mann! Sagt mir, was ich. Sagt mir, was das soll. Wieso? Wieso? Wieso zum verfickten Scheiß nochmal sterbe ich innerhalb von Sekunden?
schlimmer als in Mass. Es ist schlimmer als in Far Cry. Mit dem Stern. Ohne Mist, es ist schlimmer als in Far Cry mit dem Stern. Abgraben sind fies, ja, ha, 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 ha. Ich lach mich tot. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Versteht ihr? Ich lach mich tot. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Schön, dass ihr mehr bei so einer Scheiß-Explosion aushaltet als ich. Das ist echt bedauerlich, wie ich teils über 5 Minuten an einer Stelle hocke. Oder wie ich teils durch einen einzigen falschen Schuss und Stern bin. Ja, spreng ich selber. Ja, wunderbar, da kann ich nichts machen, wenn er mich mit der scheiß Granate beschmeißt. Ja, kommt, macht Instant Death, ihr Bastarde. Da hinten ist auch noch da. Immer noch. So, bitte mal die Güte zu sterben da hinten. Lebt er immer noch? Sag mal, wie viel zum Teufel hält dieser Fatzke aus da hinten? Es kann doch nicht wahr sein.
Wisst ihr, was das sind? Das nennt sich verfickte Abgranate. Ist gemacht worden, den Spieler zu trollen. Es kotzt mich einfach nur an. Ich hasse. Ich empfinde gerade echte Wut auf diesen Shooter. Es ist nicht zu fassen. Natürlich! Es kotzt mich an. Ich werde pissig von solchen Trollsachen. Minuten, ich komme kein Stück weiter. Das ist da was. Leck mich doch. Oh ja, natürlich, da kann ich gar nichts mehr machen, wenn so eine Scheiße kommt. Der lebt und lebt und lebt immer noch. Boah, ey, nee. Gibt's hier irgendwo eine bessere Waffe? Natürlich. Wunderbar. 15 Minuten, wir haben nichts erreicht. Gar nichts. Weil links und rechts diese Scheißgranaten kommen. Ja, sind tricky. Sind arschig, die Scheiße. Gehen wir.
Verdammt, deine Scheißgranaten da hinten. Ey, es ist doch nicht wahr, es kann nicht angehen. Meine Fresse. Danke. Einfach nur danke. Ja, das ist natürlich... Geiler Kontrollpunkt. Wirklich geiler Kontrollpunkt. Oh ja, wusste ich einfach nur. Ich wusste es einfach nur. Ja toll, bei mir klappt das überhaupt nicht. Boah, leck mich doch, Spiel, leck mich am Arsch. Wisst ihr, was ich überlege gerade nach Halo 1? Wisst ihr, was ich überlege gerade nach Halo 1 eine längere Pause zu machen? Das ist doch. Boah, geht mir das gerade auf den Sack. Ich werde hier getrollt ohne Ende von irgendwelcher Scheiße. Von Kraftgranaten, von sonst was. Es macht mir einfach keinen Spaß, mich aufzunehmen. Warum müssten diese Rages immer sein? Und gerade... Gerade wo ich Shooter eigentlich genießen wollte. Ja, ich spiele mir zum Beispiel Far Cry auch früher, aber... Ja, verschwinden wir einfach nur hier. Verschwinden wir einfach nur hier. Es wird wie ein... Das wird ein reiner Rage-Part werden. Seht ihr, es ist ein reiner Rage-Part. Komm weg hier. Der Schlund. Es tut mir leid für die Rages, aber...
Das war Absicht, stimmt's? Ja klar, doch. Vorhin durch die ganzen Explosionen, da stirbt quasi instant fast. So gut wie instant. Die Explosion dürfte dann genügend darunterliegende Systeme beschädigen, um den Ring zu zerstören. Aber jetzt, wo der Scheißding gegen die Wand prallt, das überlebst du natürlich locker und sagst, oh ja, das war so geplant. Natürlich doch. Auch das noch. Verteidigungsrohr nach unten da. Ich bin mal gespannt, ob Teil 2 auch so eine Momente hat. Naja, sieht auch verbessert aus. Werd bis zum nächsten Kontrollpunkt noch spielen und dann wird das auch gewesen sein für heute. Beziehungsweise für diesen Part. Wie gesagt, es tut mir leid für die Rumgrätscherei. Tut mir gerade leid für die Leute, die das Spiel mögen. Vielleicht stelle ich mir gerade ein bisschen zu blöd an. Aber auch ich hab's halt so meine Rage-Grenze. Da wankt das Spiel gerade. Ich weiß nicht, ob es teils eine Hassliebe wird oder. Nee, es ist schon ein guter Shooter, aber ja. Das war halt ein Rage-Part. Gut, von daher, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.